Klimakrise. Man hatte es schon fast wieder vergessen. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt nicht nur viel Leid, sondern auch die Erkenntnis, wir müssen dringend raus aus Gas, Öl und Kohle. Wegen Umwelt und Klima sowieso, aber auch... Wie wir uns von Putin abhängig wir brauchen gemacht das haben. Gas. Dreht Putin auch Deutschland das den Hahn ab? EU-Abhängigkeit Russland von Erpressung vor. Ein heikler Entzug. Ja, wären wir jetzt nur bloß weiter mit unserer grünen Energiewende. Schließlich wissen wir schon lange... Dass die einzige Energieform, die niemandem gehört, wo auch keiner sagen kann, alles meins und damit erpresse ich euch, Wind und Sonne ist. Die gehören nun mal niemandem. Die gehören der Menschheit und man muss sie nur auffangen. Genau. Also, nicht ganz genau. Klar. Wind und Sonne gibt es überall und sie gehen nicht aus. Das heißt aber nicht, dass man überall beliebig viel davon auffangen und nutzen kann. Wir können zwar und müssen Solar- und Windenergie in Deutschland auch deutlich mehr ausbauen, aber um unseren gesamten Energiebedarf zu decken, inklusive Industrie, Flug- und Schwerlastverkehr, werden wir auch grüne Energie importieren müssen. Zum Beispiel in Form von grünem Wasserstoff. Millionentonnenweise. Wer da eine Wüste und All-You-Can-Solarstrom vor der Tür hat, ist da klar im Vorteil. Deswegen baut zum Beispiel Saudi-Arabien seine Wasserstoffproduktion aus. Wind und Sonne machen uns unabhängiger. Aber wenn wir in Zukunft immer noch auf Importe angewiesen sind, ist das dann nicht dasselbe Problem in grün? Pun intended. Werden wir dann zukünftig solche Schlagzeilen haben? Oder können wir mit Hilfe von Technologien und besonders effizienter Nutzung von erneuerbaren Energien in Zukunft doch energieautark werden, also uns komplett selbst versorgen? Die kurze Antwort auf beide Fragen ist nein. Für die lange Antwort, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Fangen wir wie immer ganz vorne an und schauen uns an, wovon wir überhaupt reden. Energie. Viel benutztes Wort, aber sehr abstrakt, deswegen machen wir es mal anschaulich. Kapitel 1. The Circle of Life. Dieses Gummiband hat wenig Energie. Jetzt hat es mehr. Und jetzt ist die Energie wieder weg. Nein, nicht wirklich weg. Erster Hauptsatz der Thermodynamik, auch bekannt als der Energieerhaltungssatz. Energie kann nicht vernichtet werden, Energie kann nicht erschaffen werden. Energie kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Zum Beispiel wandle ich die Energie meiner Handbewegung in Spannungsenergie um. Wenn ich die Spannung löse, verschwindet die Energie nicht, sondern wird in Bewegungsenergie umgewandelt. Das große Kraftwerk, das so gut wie alles Leben auf diesem Planeten antreibt, ist die Sonne. Freunde der Sonne. Pflanzen nutzen ihre Strahlungsenergie für Photosynthese. Photosynthese ist die chemische Umwandlung von CO2 in Pflanze, basically. Dadurch wird CO2 gebunden, in Form von Blättern, Blüten, Baumstämmen oder Erdbeeren. Es braucht also Sonnenenergie, um das C aus dem kleinen CO2 zu größeren C-Verbindungen wie Zucker, Stärke oder Zellulose zusammenzusetzen. Diese Energie wird vor allem in den Bindungen zwischen den C-Atomen gespeichert. Wenn wir dann Pflanzen essen und die chemischen Bindungen aufbrechen, setzen wir Energie frei, mit der wir sämtliche Körperfunktionen betreiben. Wir machen das Gegenteil von Photosynthese, wir verbrennen energiereiche Verbindungen zu Wasser und CO2, das wir dann wieder ausatmen. Und dieses CO2 können die Pflanzen dann wieder nutzen für Photosynthese, ein Gleichgewicht, der Kohlenstoffkreislauf, der Circle of Life. Bis wir Menschen mal wieder alles kaputt gemacht haben. Für unser modernes Leben brauchen wir sehr viel Wärme, sehr viel Strom, einfach sehr viel Energie. Und die holen wir uns immer noch zum größten Teil, indem wir fossile Energiequellen, also Kohle, Erdöl oder Erdgas, verbrennen, um die sweet, sweet Bindungsenergie freizusetzen, die in diesen hochkonzentrierten Kohlenstoffmaterialien steckt. Öl und Gas zum Beispiel bestehen letztendlich aus toten Pflanzen, die über Millionen Jahre unter der Erde zusammengedrückt wurden. Das heißt, all das CO2, das diese Pflanzen über Millionen von Jahren der Erdatmosphäre entzogen und in Pflanzenform gebunden haben, setzen wir durchs Verbrennen dann schlagartig wieder frei und blasen es in die Luft. Dafür ist der Kohlenstoffkreislauf nicht ausgelegt. So war das nicht ausgemacht. Das ist ja dann gar kein Circle mehr, sondern die One-Way-Street of Life. Und so steigen CO2-Gehalt unserer Atmosphäre und Erderwärmung stetig an. Tschüss Gleichgewicht, hallo Klimakrise, alter Freund. Kapitel 2. Knackpunkt Dunkelflauten. Wind- und Solarkraft haben gleich mehrere Vorteile. Sie beruhen nicht auf Verbrennung, das heißt auf CO2-Ausstoß. Sie verschmutzen nicht die Luft. Und sie sind natürlich erneuerbar, das heißt, sie gehen nicht aus. Aber die Sonne scheint nicht immer. Und der Wind weht auch nicht immer. Außer vielleicht in der Commonwealth-Bucht in der Antarktis, dem laut Guinness-Buch windigsten Ort der Welt. Warte mal,
3,4 von 5 Sternen bei Maps? Don't go unless you wanna be blown over by angry wind. Pathetically windy. My pet turtle got blown away! Wo war ich? Achso, Dunkelflauten. So nennt man Zeiträume mit zu wenig Sonnenschein und Wind, die man überbrücken muss. Womit? Naja, Kraftwerke, die besonders gut für Dunkelflauten geeignet sind, weil sie lange still liegen und bei Bedarf schnell anspringen können, sind Gaskraftwerke. Ja, das heißt, selbst wenn wir alles mit Solarzellen und Windrädern vollpflastern würden, wären wir wegen der Dunkelflauten immer noch abhängig von Erdgas. Um die grüne Energiewende zu 100% zu meistern, brauchen wir also Energiespeicher. Immer wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, die Energie schön sammeln, speichern und dann bei Bedarf wieder abrufen. Für solche Speichertechnologien gibt es viele Möglichkeiten. Batterien, Klassiker, kann man natürlich auch mit grünem Strom beladen und dann bei Bedarf wieder entladen. Pumpspeicherkraftwerke, mit grünem Strom zum Beispiel in einen Stausee pumpen und dann bei Bedarf wieder abfließen lassen und Turbinen antreiben. Flüssigsalzspeicher, mit grünem Strom einen Tank Flüssigsalz erhitzen, das eine hohe Wärmekapazität hat und deswegen die Hitze eine gute Weile halten kann. Das Speichern mit Hitze ist deswegen so cool, weil unsere Kraftwerke typischerweise Wärmekraftmaschinen sind. Also Maschinen, die Wärmeenergie in Bewegungsenergie umwandeln. In der Regel wird Wasser erhitzt, also erhitzt durch das Verbrennen von Kohle, Öl oder Gas, verdampft und der heiße Wasserdampf treibt dann Dampfturbinen an. Die Idee ist jetzt, dieses Erhitzen stattdessen mit zum Beispiel einem Flüssigsalzspeicher zu machen. So könnte man bestehende Kraftwerke umrüsten zu grünen Kraftwerken. Und dann gibt es noch Energiespeicher in Form von Kraftstoff. Wasserstoff. Man nimmt Wasser und Strom, grünen Strom natürlich, und macht daraus Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff nutzt man dann, indem man ihn wieder verbrennt und da Verbrennungen chemisch gesehen nichts anderes sind als, richtig, die Reaktion mit Sauerstoff entsteht dadurch H2 plus O2 gleich H2O, Wasser als Abgas. So viel jetzt erstmal an dieser Stelle in aller Kürze und Unvollständigkeit. Ihr seht, es gibt viele Lösungsansätze und das ist auch gut so, denn wir werden viele brauchen. Es gibt nicht die eine Masterlösung. Und viele dieser Technologien sind derzeit noch in Entwicklung und noch nicht in der breiten Anwendung. Aber einige Schlüsseltechnologien wie Batterien oder Wind oder Solar haben sich auch viel besser entwickelt, als man das als selbst Experten das erwartet haben. Seit 2010 sind die Kosten für Solar- und Windenergie oder Batterien um bis zu 85% gesunken. Ja, dieses positive Gefühl, das sie gerade verspürt, fühlt sich ungewohnt und falsch an. Aber es gibt auch bei der Klimakrise tatsächlich Grund zum Optimismus. Aber Gutes passiert natürlich nicht automatisch. Kapitel 3. Effizienz, Effizienz, Effizienz. Auch wenn uns Sonne und Wind nicht ausgehen, können wir ja trotzdem nicht unendlich viel davon ernten und nutzen. Wir haben zum Beispiel eine begrenzte Fläche. Wir können ja nicht beliebig viele Solarpanels und Windräder aufstellen. Auch wenn es natürlich deutlich mehr sein könnten als heute. Dass erneuerbare Energien pro Energieeinheit so viel Fläche brauchen, ist ein Nachteil. Wir brauchen die Fläche schließlich auch für Landwirtschaft und Naturschutz. Wenn wir fragen, schaffen wir die Energiewende, meinen wir damit ja, können wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten denn ausreichend Energie herstellen? Und die Antwort ist ja, wenn wir die Energie möglichst effizient nutzen. Okay, wie geht Effizienz? Erstens durch bessere Technologien. Also moderne Solarzellen heute sind schon etwa doppelt so ertragreich wie ältere Modelle. Das heißt, ich kriege mit der gleichen Sonnenenergie doppelt so viel Strom raus. Was die Ingenieurinnen da verbessert haben, ist der Wirkungsgrad. Gibt man typischerweise in Prozent an. Beispiel: der Wirkungsgrad eines Autoverbrennungsmotors ist 40%. Das bedeutet, nur 40% der dem Motor zugeführten Energie wird auch tatsächlich in Leistung umgesetzt. Die restlichen 60% gehen zum Beispiel durch Reibung in Form von Wärme verloren. Also verloren, ne, ist klar. Erster Hauptsatz der Thermodynamik, verloren, weil diese Wärme nicht genutzt wird. Gleiches beim E-Auto. Das Laden des E-Autos und auch wieder das Entladen, also das Fahren, sind beides Umwandlungsprozesse, bei denen Energie verloren geht. Wenn ich jetzt aber mein E-Auto mit einer bestimmten Strommenge lade, kann ich damit deutlich weiter fahren, als wenn ich mit derselben Strommenge
synthetischen Kraftstoff herstelle und den dann in einen normalen Automotor verbrenne. Weil Elektromotoren einen höheren Wirkungsgrad haben als Verbrennungsmotoren und weil das Laden einer Batterie einen höheren Wirkungsgrad hat als das Herstellen eines synthetischen Kraftstoffs. Das heißt, vom Wirkungsgrad her sind E-Autos energieeffizienter als Verbrenner, die mit grünem Kraftstoff fahren. Synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff sind da sinnvoll, wo wir keine effizientere grüne Alternative haben. In Flugzeugen, in Schiffen, bei der chemischen Industrie. Okay, ich kann als Ingenieurin durch Wirkungsgradoptimierung den Anteil der Verlustenergie reduzieren, aber ich kann ihn nicht komplett vermeiden. Denn egal was es ist, wenn ich jetzt Sonnenenergie in Strom umwandle oder potenzielle Stauseenergie in Bewegung, am Ende kriege ich immer weniger Energie raus, als ich reingesteckt habe. Dieses Prinzip ist der Satz der Energieentwertung, auch bekannt als der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Warum ist das wichtig? Naja, wenn bei jedem Laden einer Batterie, bei jedem Herstellen als Kraftstoffs, bei jedem Verbrennen Energie verloren geht, kommt es ja nicht nur auf die einzelnen Wirkungsgrade an, sondern auch darauf, wie viele Maschinen oder Prozesse ich hintereinander schalte. Je mehr, desto mehr Energie geht mit jedem Schritt verloren. Also desto ineffizienter wird das Ganze. Wenn ich mit Solarstrom eine Batterie lade und damit dann nachts mein Handy lade, dann ist das weniger effizient, als wenn ich das Handy tagsüber bei Sonnenschein direkt lade, weil ich ja so einen Umwandlungsschritt spare. Das heißt, wie viel Energie ich jetzt aus einem Windstoß oder einem Sonnenstrahl rausbekomme, hängt nicht nur davon ab, wie gut unsere Ingenieure die Wirkungsgrade optimieren, sondern auch, wie direkt oder indirekt diese Energie genutzt wird. Je direkter, desto effizienter. Es ist also schön und gut, wenn wir unsere Häuser mit Solarpanels ausstatten und elektrischen Wärmepumpen und vielleicht noch Batterien für nachts. Aber so richtig effizient wird es erst, wenn wir uns vernetzen, sodass von Stellen mit akutem Energieüberschuss Energie fließen kann zu Stellen mit akutem Bedarf und andersrum. Also möglichst viel direkt nutzen und nur so viel wie nötig speichern. Und hier geht die geopolitische Diskussion los. Kapitel 4. Erneuerbar gleich unabhängig? Keine Frage. Akut müssen wir jetzt erstmal so schnell wie möglich raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Da könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass die Energiewende jetzt auch die Chance ist, uns in Zukunft geopolitisch unabhängig zu machen, indem wir energieautark werden. Das heißt, alles darauf setzen, dass wir uns entweder komplett oder so gut wie möglich selbst versorgen können. Mit fortgeschrittenerer Speichertechnologie wäre das technisch vielleicht sogar möglich. Tatsächlich ist das aber gar nicht das Ziel. Zumindest sollte es das nicht sein. Natürlich müssen wir Wind- und Solarkraft in Deutschland noch rasant ausbauen. Die Klimauhr tickt. Aber genau wie man sich auch in Deutschland vernetzen würde, um regionalen Überschuss und Bedarf auszugleichen, wäre es ja verschenkt, wenn man das nicht auch über Deutschlands Grenzen hinaus machen würde. Wir haben ja schon ein europäisches Stromnetz und das sollte für den grünen Strom noch weiter ausgebaut werden. Der Weg in eine grüne Zukunft sollte kein Weg in eine Staatenautarkie sein. Effiziente Vernetzung und fairer Handel lohnt sich nicht nur wirtschaftlich, sondern ist auch gut für Klima und Umwelt. Denn natürlich sollten wir nicht nur hier, sondern global Flächen möglichst effizient nutzen, um möglichst viel Natur zu bewahren. Problematisch wird es natürlich, siehe jetzt, wenn große Abhängigkeiten von wenigen Staaten mit geopolitischen Machtinteressen zusammenfallen. Und sind wir nicht blauäugig? Natürlich hätte Saudi-Arabien nichts dagegen, wenn supereffizient produzierte grüne Energieträger aus Saudi-Arabien irgendwann das neue Öl wären. Aber die Machtverhältnisse werden im Zuge der Energiewende sich breiter verteilen und shiften, was bestimmt noch eine geopolitisch unruhige Zeit wird, aber auch die Chance auf einen deutlich diversifizierten Weltmarkt und reduzierte Abhängigkeitsrisiken bringt. Das heißt, jetzt in eine international diverse und damit stabile Infrastruktur investieren. Gleichzeitig, nicht vergessen, es gibt ja tatsächlich das neue Öl oder das neue Gas. Das sind aber nicht Wind und Sonne, das sind die Rohstoffe wie Lithium oder Seltenerdmetalle, ohne die man kein Windrad und auch kein Solarpanel bauen kann. Und auch kein Computer und kein Handy. Und da ist gerade China bei den Seltenerden weltweit der mit Abstand größte Anbieter und hat allein damit schon sehr viel Macht. Ist ein Thema für sich. Deswegen will ich das auch gar nicht kleinreden. Ich will damit nur sagen, selbst in einer Zukunft mit 100% erneuerbaren Energien wird es immer noch globale Abhängigkeiten geben. Und dafür ist jetzt auch die Zeit, die richtigen strategischen Weichen zu stellen. Heißt unterm Strich, go Energiewende! Energie. Für alle, die jetzt immer noch da sind, vielen Dank für euer Interesse. Und ich weiß, MyLab war lange weg. Ihr dachtet wahrscheinlich, ihr seht mich hier nie wieder. Aber
zumindest in letzter Zeit, war der Grund tatsächlich dieser grausame Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir wollen ja immer mit unseren Videos irgendeinen Mehrwert generieren und in dieser Situation hatten wir außer Betroffenheit einfach nicht viel Hilfreiches zu sagen. Also es war jetzt einfach die Zeit für andere Berichterstattung. Wir haben uns da zurückgenommen. Ich finde ja, wenn man nichts Hilfreiches zu sagen hat, kann man es auch lassen. Aber hierzu wollten wir jetzt halt doch was sagen. Und es hat tatsächlich sehr gut getan, uns hier im Team, und sehr viel Spaß gemacht, endlich mal wieder ein Video zu machen. Das heißt, wenn ihr auch Themenvorschläge für nächste Videos habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und schaut unbedingt bei unseren wunderbaren Funkkollegen von die da oben vorbei. Da kriegt ihr aktuell unter anderem sehr gute Einordnungen zur deutschen Ukraine-Politik, wie das hier zum Beispiel. Und wir sehen uns bald. Und bis bald meine ich früher oder später. Bis dahin, bleibt sicher. Ihr kennt doch MyLab. Ich komme immer wieder.